Cannabis legal auf Rezept? Dazu mehr in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Gerne Gesund. Mein Name ist Steffen Kunert, Apotheker und Gesundheitsunternehmer aus Köln. Nachdem ich in den ersten Teilen schon viel über Cannabis erzählt habe, hatte ich vor, heute auf Cannabis in der Medizin einzugehen und hatte mir auch schon ein schönes Konzept zurechtgelegt. Aber auch ich wurde am 19. Januar dann doch überrascht, dass der Bundestag tatsächlich den Gesetzesentwurf verabschiedet hat, sodass ab März diesen Jahres es legal möglich ist, Cannabis auf einem Rezept zu verordnen. Das war bis dato ganz anders. Bis jetzt musste man eine langwierige Ausnahmeregelung bei der Bundesopiumstelle beantragen. Die Bundesopiumstelle gehört dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte an. Das heißt, man musste erstmal einen Arzt finden, der überhaupt sich in der Lage sah, entsprechend so eine Therapie einzuleiten und dann diese Genehmigung auch zu beantragen. Sehr langwierig, wie gesagt, und nicht ganz einfach für die Patienten. Und vor allen Dingen war es bis dato so, dass auch die Krankenkassen dann entsprechend nicht in die Kostenerstattung eingesprungen ist, sondern dass diese Kosten dann der Therapie komplett bei dem Patienten lag. Und das waren durchaus mehrere hundert oder sogar 1.000 Euro im Monat. Für viele natürlich ein Unterfangen, was nicht bezahlbar ist. Auch die Beschaffung der entsprechenden Waren in den Apotheken war nicht ganz einfach. So kam es oft zu Lieferverzögerungen bei der Produktbeschaffung, sodass dann Patienten auch durchaus wieder in die Kriminalität, in die Illegalität reinwandern mussten, um überhaupt den Warenbezug herstellen zu können. Nichtsdestotrotz wuchs doch der Bedarf stetig an. Also im ersten Halbjahr 2015 waren es etwa noch 34 Kilo, die legal dann über diese Ausnahmeregelungen an Cannabisblüten verordnet wurden. Im ersten Halbjahr 2016 waren es dann schon 62 Kilogramm, die entsprechend benötigt werden. Und wir können jetzt davon ausgehen, wo das Ganze dann ab März natürlich auf ganz legalem Wege über ein sogenanntes Betäubungsmittelrezept möglich ist, dass diese Zahlen nochmal deutlich größer auch anwachsen. Der Arzt entscheidet, verordne ich Cannabis auf Rezept, ja oder nein. Er muss sich dabei an die betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften, also an das Betäubungsmittelgesetz, halten. Und in diesem Betäubungsmittelgesetz ist klar geschrieben, dass er für sich prüfen muss, ist Cannabis eine geeignete Therapie bei dieser Grunderkrankung und besteht aufgrund der Verordnung von Cannabis auch Aussicht auf Erfolg. Das ist grundsätzlich bei der Verordnung von allen Betäubungsmitteln der Fall. Wenn er dann entscheidet, ja, mein Patient soll Cannabis entsprechend verordnet bekommen, zieht er die Krankenkasse, also den medizinischen Dienst, bei Beginn der Therapie mit hinzu, um die Kostenerstattung zu klären. Der medizinische Dienst wird dann auch 4 Punkte prüfen, vor allen Dingen die beiden, die der Arzt für sich schon entschieden hat. Also ist Cannabis eine geeignete Therapie bei der Grunderkrankung, die vorliegt? Also liegt eine schwerwiegende Erkrankung vor, wo man zustimmen kann? Zum Zweiten ist tatsächlich keine alternative Therapieform möglich. Das geht dann leider auch so in diese Richtung, ist der Patient austherapiert? Das muss noch zu klären sein, weil wenn alternative Formen noch nicht angewendet wurden, wird wahrscheinlich eher eine Kostenerstattung nicht zugestimmt. Zum Dritten ist es allerdings auch, dass der medizinische Dienst sehen muss, dass bei der Therapie tatsächlich am Ende vielleicht ein Erfolg oder Aussicht auf Erfolg besteht. Und ein 4. Punkt, der dann den Patienten betrifft und sehr wichtig ist, ist, dass der Patient zustimmen muss, dass seine Daten anonymisiert weitergeleitet werden an eine parallele Begleitstudie, weil die Bundesregierung der Meinung ist, dass die Datenlage, die wir bis dato haben, gerade in der Langzeittherapie von Cannabis, nicht ausreichend ist, um tatsächlich letzten Endes Entschlüsse zu treffen. Das heißt, es wird ab Datum des Gesetzes in Krafttretens 60 Monate so sein, dass diese Daten erhoben werden und dann 60 Monate später wird entsprechend eine Auswertung stattfinden, wo sich dann eventuell auch nochmal Änderungen in dieser Gesetzeslage ergeben können.
Grundsätzlich ist allerdings die Kostenerstattung der Krankenkassen nicht dafür verantwortlich, ob man dann das Cannabis-Rezept legal in der Apotheke einlösen kann. Natürlich ist das möglich, nur die Krankenkasse übernimmt dann die Kosten nicht und man bleibt selber auf den Kosten sitzen. Das kann ja erfahrungsgemäß durchaus teuer werden. Die Apotheken haben bis dato Cannabis vor allen Dingen aus dem Ausland importiert, hier gerade aus den Niederlanden. Das gab schon in der Vergangenheit immer wieder Probleme mit Lieferengpässen und Verzögerungen. Ich rechne damit, dass es gerade auch jetzt in der Übergangsphase weiterhin dazu kommen wird. Zum anderen hat allerdings jetzt dieses Gesetz auch mit in die Wege geleitet, dass eine Cannabis-Agentur, die der Bundesopiumsstelle unterstellt ist, ins Leben gerufen wird. Diese Agentur sorgt dafür, dass ein staatlich kontrollierter Anbau in Deutschland stattfinden wird und eine standardisierte Qualität dort produziert wird. Diese Bundesopiumstelle ist dann dafür verantwortlich, die Ernte in Deutschland einzukaufen und einzulagern und wird dann natürlich diese Ware entsprechend über die Vertriebskanäle weiterleiten bis hin dann zur Abgabestelle der Apotheke. Ein privater Anbau, wie es ja doch die ein oder andere Genehmigung in Deutschland jetzt schon gibt, ist definitiv von der Bundesregierung nicht erwünscht und wird es auch zukünftig nicht geben. Also dieses Thema ist klar vom Tisch. Was mit den zwei, drei Genehmigungen, die es in Deutschland gibt, passiert, sei einmal dahingestellt. Warum wird Cannabis nicht komplett in Deutschland legalisiert? Dazu bezieht die Drogenbeauftragte Frau Mortler klar Stellung. Für sie muss der Kinder- und Jugendschutz ganz hoch aufgehangen werden, weil die Gefahr in diesen jungen Jahren einfach zu groß für Nebenwirkungen ist. Gerade dazu habe ich ja auch in meinem zweiten Teil der Videoreihe schon Stellung bezogen. Was für mich allerdings ganz wichtig ist, dass jetzt auch andere Gesetze angepasst werden müssen, allen voran das Straßenverkehrsgesetz. Aktuell ist es ja so, dass im Straßenverkehrsgesetz noch keine Grenzwerte für THC im Blut festgehalten sind. Was bedeutet, dass man generell bei Verkehrskontrollen und nachgewiesenem THC-Gehalt im Blut eine Straftat begeht und entsprechend angezeigt werden kann. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar mittlerweile eine Entscheidung getroffen, die aussagt, dass zumindest die Möglichkeit einer Einschränkung am Straßenverkehr teilzunehmen aufgrund dieser Grenzwerte vorhanden sein muss. Deshalb ist so ein Grenzwert von einem Nanogramm THC pro Milliliter Blut im Gespräch und wird auch scheinbar angewendet. Aber es ist halt, wie gesagt, nie in ein Gesetz überführt worden. Und wenn wir jetzt Cannabisprodukte auf Rezept verordnen und entsprechende legale Anwender in der Bevölkerung haben, ist das ja eigentlich ein unhaltbarer Zustand, dass man nicht jemandem an die Hand geben kann, wie sieht es denn aus mit der Teilnahme am Straßenverkehr, weil wir sicherlich nicht möchten, dass diese Leute dann komplett tatsächlich am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilhaben können. Also ich denke, hier ist der Gesetzgeber jetzt klar gefordert, entsprechende Werte auch festzuschreiben. Aktuell kann man so schätzungsweise sagen, dass nach dem Konsum von Cannabisprodukten es etwa noch 12 Stunden dauert, bis dann entsprechend diese THC-Grenzkonzentrationen von 0,1 erreicht sind. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass entsprechende Patienten allerdings mit Sicherheit in häufigeren Abständen das THC zu sich nehmen müssen, wird das natürlich schwierig und ein Autofahren wäre dann zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr möglich. Hier muss ganz klar Stellung bezogen werden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr auch dann die nächsten Themen nicht verpassen wollt. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss und bleibt gesund.